Hallo liebe Leute, ich wünsche euch allen einen wunderschönen, genüsslichen Tag. Wir zocken heute gemeinsam Space Marine 2 und ich bin mal ganz gespannt, wie das Spiel ist. Wir haben hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich kann mich nicht so entscheiden zwischen den zwei schwersten, Veteran oder Engel des Todes. Ich glaube, Engel des Todes könnte noch ein bisschen zu schwer sein, sehr wahrscheinlich, oder? Eine ernstzunehmende Herausforderung. Gegner sind stärker und aggressiver. Erholen von Fehlern ist wesentlich schwieriger. Veteran ist, bietet die beabsichtigte Spielerfahrung. Gegner sind gefährlich, taktisch, geschicktes Handeln wird belohnt. Oh. Ich, wenn man das später runterstellen kann, kann man das runterstellen. Ich würde das Schwierigste erstmal nehmen. I guess. Ihr geht direkt rein in die Orga. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, aber es wird geballert, sag ich. Im 41. Jahrtausend steht die Menschheit kurz vor ihrer Auslöschung. Das viele Galaxien umspannende Imperium der Menschheit wird von allen Seiten durch feindlich gesinnte Aliens bedroht, während Verräter und Heretiker es von ihnen innen zersetzen. Ein neues dunkles Zeitalter ist hereingebrochen, in dem immerwährender Krieg herrscht. Die Aufklärung ist Aberglauben, sinnentleerter Rhetorik und blinder Gebetswut gewichen, die unsere Milliarden von Menschen, die in diesem Zeitalter hier da sein, fristen, bla bla, dass die, okay, die Space Marines über menschliche, durch biotechnisch veränderte Dudes sind einfach die krassesten Fucker. Okay. Wie man jetzt schon merken konnte, innerhalb der ersten zwei Minuten lesen kann ich 1A offensichtlich. Ein Opfer. Ich kann das nicht. Alter, sieht das geil aus. Alter, leck das. Warum auch immer. Kadaku Sektor. Okay, das sind sehr wahrscheinlich die Aliens, oder? Die ja jetzt runterschallern so ein bisschen. Und die sehen es schon, oh mein Gott, das wird so ein Marsch. Wir brauchen die Space Marines! Okay. Okay, wir haben eine Nachricht bekommen quasi, oder irgendjemand hat eine Nachricht bekommen, dass ein Planet unter Angriff steht. Kadaku. Treat ist Xenos Tyranids Early Stage Invasion. Also eine Early Invasion, Alter. Okay, Project Aurora. Ist am Still. Okay, die brauchen Hilfe von nahegelegenen Truppen, quasi. Ich weiß jetzt nicht, warum Projekt Aurora rot war, aber. Ja. War nicht schon fertig, ja, kein Problem. Gib mir 52. Deadwatch Kill Team Primus. Objective Deploy. Bomb. Also, von der Cutscene her sieht das Spiel schon richtig schön aus, ne? Holy Macaroni, sieht schön aus. Was kann ich die Schweine hier oben in den Kästen sehen, Bruder? Ach. Ich will gerne die Axt haben. Sieht da cool aus. Alter. Jetzt oder was? Boah! Fake!
Ich glaube nicht, dass er tot ist, by the way. Ja, der ist so krass, der überlebt. Ja, offensichtlich lebt er noch. Kadaku. Alter, ist das Spiel hübsch. Holy Macaroni. Killteam-Anführer in Trupp, Vox-Track. Wiederhole, Killteam-Anführer in Trupp, Vox bestätigen. Alter, das sieht sehr schick aus, das Game. Ich glaube, ich muss meine Mausempfindlichkeit noch mal ein bisschen hochstellen, je nachdem, wie oft ich mich drehen muss, weil das ist sehr lang dafür. Das passt schon. Okay, eine Mission, Missionsbeschreibung. Das Klärchenbärchen, da hinten ist noch ein Missionsziel. Okay, wir können sprinten. Shit, wir kommen da durch. Wir haben eine Kettensäge, mach das kaputt. Scheiße, ich sehe ihn sterben, Leute. Ich sehe ihn sterben. Kelstros, du hast das Kommando. Wie lauten deine Befehle? Wir gehen nach Plan vor. Die Virusbombe in die Stratosphäre schießen, detonieren und zuschauen, wie die Tyranniden abkratzen. Okay, ich merke schon, ich muss den Pinsel gleich nochmal höher stellen. Der Transmitter ist defekt. Ah ja, was seid ihr denn für Arschgesichter? Kommt mal her, bleibt mal stehen hier. Oh, rechts ging es angriffen, nicht links. Okay, cool. Du rechts ging, um einen leichten Angriff auszuführen. Boom, Junge! Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Genau die Bretterei. Überleben, Rüstung. Schaden reduziert die Rüstung. Die Rüstung erholt sich nach einer kurzen Verzögerung. Du kannst kürzlich verlorene Gesundheit auffüllen, indem du Schaden zufügst. Die weiße Linie zeigt die maximale Wiederauffüllung an. Also, ja. Cool, so ein bisschen wie Bloodborne dann. Ja, du kannst halt durch aggressives Verhalten oder durch aggressives Gaming dein Leben ein bisschen wiederholen. Interesting, interesting. Shift ist Sprinten. Danke, Sherlock. Ulfa, wo ist die verdammte Virusbombe? Das ist ein sehr schöner Spiel, holy shit. Kettenschwertkombination. Schwere Angriffe. Halte rechte Basiste, um eine Kettenschwertkombo mit einem schweren Angriff zu beenden. Je länger die Kombo, desto mächtiger der schwere Angriff. Taktischer Ansatz. Setze schwere Angriffe gegen große Gruppen von Gegnern ein. Also wann, wo ist jetzt ein schwerer? Das ist ein schwerer, okay. Ich habe mit diesen elenden Ganten ganz gut zu tun. Was Neues von Bruder Darius oder dem Kommandanten? Jetzt gebührt die Ehre uns allein, Kelstros. Ja, aber das ist schon ein bisschen frech. Verteidigung. Drücke C für eine Parade. Normale Angriffe und blaue markierte Angriffe können pariert werden. Okay, wo sehe ich das? Okay, das Video musste resetten. Da ist blau, okay. Perfekte Parade. Genau im richtigen Moment ausgeführte Parade können kleine Gegner sofort töten und große Gegner ins Taumeln bringen. Okay, das heißt, perfekte Parade ist wann? Kurz bevor die am Start sind, oder was? Sieht so aus, wa? Let me try. Junge, greif mich nicht an, Pisser! Ah, da krieg ich viel Schaden. Weggegrabt, Bitch. Bin ich tot? Drücke C, wenn ein Gegner angreift, um den... Ah, okay, das hätte ich jetzt mal machen können. Habe ich die gemacht. Wollt vielleicht neue Gegner? Zier, hallo. Ist da jemand drin? Oh, Kuckuck. Oh, scheiße. Ups. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Ah, oh nee. Jetzt sollen die mich aufhalten. Oh nee, was bist du für einer? Komm her, Bitch. Ausweichen. Drücke Space, um rot markierten Angriffen auszuweichen. Diese Angriffe können nicht pariert werden. Gegner erfassen. Drücke X. Okay, X ist dann halt quasi... Oh, okay. Bam! Wow, okay, du bist ein bisschen crazy in der Mitte.
Baum. Aufgeschnitzelt, Bruder. Finisher, drücke E. Okay, wissen wir schon. Finisher Move. Haben wir gerade gemerkt. Was ist da hinten? Wolfram, du musst diese Bombe erreichen. Das werde ich. Und wenn ich mich zu ihr durchbeißen oder vielleicht ein Collectible muss. Oder sowas? Ich weiß nicht, ob es hier Collectibles gibt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, wir werden jetzt gleich mal richtig dick auf die Fresse bekommen. Ja, ich habe da ein bisschen Angst vor. Gedrückt halten. FBI, oh, oh. Können wir hier lang? Nee, schade. Schade, schade. Dass ich sprinten mal kurz hier lang. Und E ist anscheinend gar nichts, bis jetzt zumindest. Das Ding sieht geil aus, oder? Können wir nicht mit diesen fucking Schützen da oben, die ganz kurz wegschallern da oben, Alter? Oh, das sieht kritisch aus. Bruder. Nein, dein Bruder ist gestorben! Boyd-Pistole, wie kann ich ausrüsten? Dieser Mortar wird dir zu Ehren dröhnen, Darius, das schwöre ich. Los, Ungeziefer! Ja, das ist ein bisschen komisch jetzt. Ungewohnt, ungewohnt. Wenn man ranzoomt. Sehr, sehr ungewohnt. Anscheinend können die auch Pistolen benutzen, by the way. Es wird hallo, was bist du? Ja, bitte. Also wir sehen halt immer an, wenn wir mittlerweile überhaupt nicht reingucken. Das ist eine gute Position. Aber ich meine, kommt man schnell dran, zumindest. Jedes Mal, wenn ich einen Gatten zermalme, kommen 10 weitere. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Wenn wir die Bombe nicht hochgehen lassen, wird die Tyranniden nichts aufhalten. Hast du eine Munitionskiste? Ich glaube, ich brauche ein ganz kleines bisschen im Leben wieder, ne? Ich bin gerade nicht so sicher. Ich halte die Stellung, solange ich kann. Moinsen! Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Nahkampfschuss, Feindschwächen. Halte rechte Maustaste, um kleine Gegner zurückzustoßen und sie für einen Nahkampfschuss zu markieren. Drücke linke Maustaste, um einen markierten Gegner mit einem Schuss, also mit diesem Zielsymbol, mit einem Nahkampfschuss anzugreifen. Nahkampfvorteil. Ein Nahkampfschuss tötet kleine Gegner sofort und führt größeren Gegnern erheblichen Schaden zu. Ui. Alles Kärchenbärchen. Müssen wir uns merken. Kommen wir jetzt bestimmt noch mehr, oder? Ja, wer hätte das gerechnet? Haben wir einen? Start. Oh. Okay, wir bekommen schon einen Dickschaden, by the way. Boom, Junge! Kommt jetzt noch einer oder nicht? Hört nicht so, okay. Ja, Tutorial können wir auch nicht machen, ne? Wir sind halt ein bisschen zu kacke. Moinsen! Oh, ich dachte, das ist ein Perfect Moment gewesen. Schade. Oh, fuck. Okay, okay. Scheiße, das wird komplizierter. I don't like it. Also, ich find's geil, aber dann sterbe ich gleich vielleicht. Geh weg, den Müll. Das ist nur Schmutz. Komm, Junge. Wir haben keine Zeit mehr. Achso, das sah gerade noch was Wichtiges aus, aber anscheinend eher weniger. Team, bin an der Absturzstelle. Munition nehmen wir mit. Okay, ich glaube, da unten geht jetzt die Massenkarambolade los, ne? Okay, wir warten hier oben.
weiß halt auch nicht, wo die ihre Waffen herholen, by the way. Crazy. Okay, die machen gut Schaden mit den Waffen. Tut nicht ganz so viel, aber... Ah, tut schon weh. Ulfa! Bären! Oh nein! Ich glaube, die sind auch tot. Deine treue Ergebenheit ehrt das Imperium. Lebt der noch? Der lebt noch. Steh auf! Nein, er ist doch tot. Ah, schade. Das passiert schon mal, Bruder. Ulfa, kennst du es? Wenn ihr mich hören könnt, ich habe die Virusbombe. Bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Fester kannst du nicht zubeißen, Xenos. Komm schon! Bam! Was in die Pflanzenkultur? Alles tot. Scheiße! Wir können niemanden retten, was ist denn für ein Pisser? Komm her, Bitch! Blitz. Kommt da noch mehr Gegner? Ja. Oh mein Gott, das ist, kommt noch mehr. Irgendwie hat mein zweiter Parry hat irgendwie mehr gebracht als mein erster, by the way. Warum weiß ich nicht. Da hinten kommt wieder ein Halbfucker. Ich komme, Junge! Ich hab deinen Namen schon vergessen, aber ist egal. Ich wollte eigentlich dodgen, ich hab falsch gedodged. Mach Leistung. Werde aufgekreuzt, schalalalala. Hier hinten ist ein Papa. Die schießen sind ein bisschen nervig bis jetzt, ne? Zerstören hier mein Skate! Testboss, alles klar! Ich habe die Bombe! Haben wir hier vielleicht ein bisschen Munition? Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition ich insgesamt habe. Haben wir vielleicht auch ein bisschen Leben hier, oder? Ich will nicht sterben. Leben, hallo! Ich hab kein Leben. Nicht für mich zumindest. Deinem Imperator gut gedient, Bruder. Was sind das für Viecher? Ich hab grad ganz kurz, das sind Mäuse oder so, aber ja. Ach du heilige Kacken. Logaufzeichnung. An die imperiale Einheit, die dieses Log findet. Mein Killteam hat eine Bruchlandung hingelegt. Also sind jetzt alle von seinem Team tot, glaube ich, ne? Meine Brüder Heizer. Wurden von den Tyranniden getötet. Ja, shit. Ich habe die Virusbombe. Bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Bitte sie in der Stratosphäre, damit sie sich über die Stellungen verteilen. Ich immer noch gerne ein bisschen leben, wenn das geht, aber... War das alle Fernkämpfer? Ja. Ich nehme meine Pistole wieder. Let's go, Bitches! Jetzt alle keine Schnitte gegen mich! Verdammt, ey, Kacke, Junge! Was ist denn hier los? Oha! Ah, das ist nur eine große Kiste, nevermind.
Ich dachte, das ist irgendwas Krasses, aber das ist nur eine größere Kiste. Ja. Die hätten wir auch durchgehen können. Kurzzeitig. Digga, ist das riesengroß hier alles, ne? Voll geil. I love it. Wo müssen wir lang? Hier sind wahrscheinlich eher weniger. Hier finden wir nur ein bisschen Munition. Denke ich mal, wenn es hier irgendwas zu looten gibt oder so. Zu verlangsamen. Hier gibt es wahrscheinlich eher weniger. Das wird sich durch ihre Truppen verbreiten. Sie werden sich anpassen, aber es wird sie verlangsamen. Guck nochmal hier rein, ganz gespannt. Wollen wir weitergehen? Bisschen Munition brauchen wir nicht. Wer bist du? Du bist offensichtlich tot, aber du bist so ein Wackelkopf, Alter. Das kann ich nicht, wie heißen. Bubblehead oder so in die Richtung. Wubble Bubble. Ein bisschen scheiße, du bist nicht unverwundbar, während du in diesem Kack-Modus bist, ja? Also, wenn du deinen kritischen Schuss machst, sage ich jetzt mal, dann bist du nicht unverwundbar. Das macht dich so angreifbar, das ist schon crazy, würde ich sagen. Okay, wo müssen wir anfangen?